Herzlich willkommen zurück zu Everspace 2. Wir sind hier stehen geblieben bei der Hauptmission und ich würde einfach mal ein paar Nebenmissionen machen, damit wir zumindest ein paar Level hochsteigen, weil die Hauptmission ist ab Level 14 und wir sind Level 11. Ich würde mal sagen, Fachkraftmängel machen wir zuerst. Vier Folgen, ja, haben wir schon. Da müssen wir wieder hin. Zu Prescott-Sternbasis. Gut. Ich muss diese Aufgabe erledigen, bevor ich andocke, sonst fällt das vielleicht auf. Glaubst du, er hat uns den Schwindel abgekauft, Hive? Schwer zu sagen, aber es war eine sehr überzeugende Vorstellung. Ja, gute Idee, ihn auf seine Unerfahrenheit anzusprechen. Ja, ich hatte kürzlich ein paar unangenehme Begegnungen mit diesem Typen. Keine Ahnung, wie er es in die Elite-Staffel geschafft hat. Das sollte ich mal recherchieren. Verschwende nicht zu viel Zeit mit Nachforschungen. Unsere Mission ist es, die Basis zu infiltrieren. Schätze, die gescheiterte Mission im Sito-System war die misslungene Gefangennahme von Dax. Das ergänzt dein Vorgehen vermutlich um einen emotionalen Aspekt. Ich schlage vor, diesen vorerst außer Acht zu lassen. So Leute, wir müssen durch das Tor hier durch. Na toll. Natürlich muss dieses Tor natürlich bewacht werden. Wie kann es auch anders sein? Ja, Leute. Jetzt greifen wir einen Gegner nach dem anderen an. Schuss. So. Wow. Oh Mann, Leute. So schnell um die Sniper kümmern. Wo ist der Sniper? Okay, das geht auf jeden Fall nicht klar, Leute. Es ist einfach viel zu gut bewacht. Müssen wir wieder das hier machen. Bis wir zumindest mit Level hoch genug sind, um die Mission leichter zu schaffen. Du Sniper vernichtet. So. Gut, die hätten wir mal geschafft. Cartwrights Weg. Ab durch das Sprungtor. Thank you.
Und runter mit dem Helm. Credits, das nehmen wir natürlich auf. So. Wir müssen da lang. Wir haben schon drei Sterne-Systeme gefunden. Sehr erfreulich. Das heißt, wenn du damit klarkommst, wie ich bin. Du hast keinen Grund, an meiner Loyalität zu zweifeln. Ich bin dazu da, um dir zu dienen und bestmöglich dein weiteres Überleben zu sichern. Ich kann nicht anders programmiert werden. Okay, aber das sagt nichts darüber aus, wie du persönlich zu mir stehst. Ich arbeite mit dem, was ich habe. So. Ein Roboter, der Persönlichkeit hat. Oh, nicht schlecht. Schmugglerroute, sind wir wieder mal da. Und jetzt erfüllen wir mal eine Aufgabe. Nebenmission, um ein paar Level höher zu kommen. Wir können auch neue Nebenmissionen holen, eigentlich von der Sternenbasis Prescott. Damit wir nicht umsonst rausgehen von der Sternenbasis. Kato Place. Da müssen wir hin. Ne, müssen wir nicht. Oder? Doch, müssen wir. Kämpfen dort. Soll uns aber nicht stören. Willkommen zurück, Mr. Roslin. Mr. Kato bittet kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Bitte warten Sie einen Moment. Solange ich mich nicht mit Daryl herumschlagen muss, diesem... Schätzchen, sag Onkel K, ich kümmere mich drum. Okay, ich hab euch ein paar Gefallen vom Jobboard getan. Und jetzt? Hey, kein Grund so zickig zu sein. Gute Nachrichten. Mr. Kato ist mit deiner Arbeit zufrieden. Und warum sagt er mir das nicht selbst? Ihm fehlt die Zeit, sich persönlich um jeden Überflieger zu kümmern, der uns über den Weg läuft. Aber er möchte, dass du was erledigst, das ein wenig Diskretion erfordert. Er entschädigt dich auch entsprechend. Ich höre... Eine simple Aufgabe, die Rückführung einer sehr wichtigen Person. Okay, und um wen geht's hier? Ihr Codename ist Clockwork. Sie ist die beste Safe-Knackerin in diesem Business. Okay, du hast Diskretion erwähnt. Ihr möchtet also, dass diese Person geheim bleibt. So ist es. Wir haben gehört, dass die Ocker an ihrem Aufenthaltsort interessiert sind. Sie hat die falschen Aliens beklaut und ist untergetaucht, aber... Laut unseren Quellen sind die Ocker kurz davor, sie ausfindig zu machen. Könnt ihr sie nicht irgendwie warnen? Sie hat ihr Langstreckenkommunikationssystem deaktiviert, um nicht entdeckt zu werden. Ich weiß nicht so recht, ob ich mich mit den Ocker anlegen will. Du musst nur schnell rein und wieder raus. Wenn du schnell genug bist, sollte keiner Wind davon bekommen. Wir brauchen dich, weil man dich und dein Schiff nicht zu uns zurückverfolgen kann. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Beim ersten Anzeichen von Ärger bin ich weg. Dazu wird es nicht kommen, wie ich schon sagte, rein und raus. Ja, hoffen wir es doch mal. Zu Jobs. Einen Moment. Na gut, dann holen wir mal Stufe 11 Jobs. Ja, Rückholung wäre uninteressant. Passt schon. Ich geh mal raus. So, was haben wir hier? Distanz-AMP-Rakete.
Ich weiß nicht, ob ich MP-Raketen brauchen werde. Die brauchen wir später. Das kann ich mal hier hinsetzen. So. Thermokanäle, ne? Ne, Karte wollte ich schauen. Ne, Cherch-Mission. Mal schauen. Liefer-Limous. Nicht zugestellte Pakete im Lieferlimbus verloren gegangen. Okay, das ist die Mission. Larry will, dass ich nach jemandem namens Clockwork suche. Schauen wir mal, wo das ist auf der Karte. Das ist schon extrem weit weg, muss ich sagen. Schauen wir mal, okay, denn ne, das ist die einzige Aufgabe, die wir machen können. Katos Handlanger ist wohl kaum eine zuverlässige Quelle. Du glaubst, du kannst diese Operation durchführen, ohne von den Ocker entdeckt zu werden? Wie er gesagt hat, rein und wieder raus. Also, lass uns diese Clockwork finden und rausholen. Madamiris Raumhafen. Hive, inwiefern kannst du fühlen? Da ich aus vielen Ebenen komplexer Schaltkreise bestehe, besitze ich keine physischen Empfindungen. Als fortschrittliche Intelligenz bin ich jedoch fähig, Beziehungen und eigenständige Meinungen zu bilden. Es ist mir möglich, in Ausnahmefällen etwas Ähnliches wie Emotionen zu empfinden, die jedoch von meiner pragmatischen Umsicht gedämpft werden. Das ist meine aufschlussreiche Antwort. Du kannst also Beziehungen aufbauen. Ansonsten wäre ich nicht in der Lage, meinen Piloten zu dienen. So, gehen wir nach Volta Nebel. Zu einem Orca-Gebiet. Ich glaube es ja nicht. 12 Minuten 30 vorbei. Wir haben immer noch die erste Mission nicht voll abgeschlossen. Die Mission dauert doch länger als gedacht. Wir sind gleich da. Am orangen Wüstenplanet. Ne, wir müssen gar nicht auf dem Planeten. Nur im Weltraum. Müssen wir mal sein. Okay. Wer hätte das gedacht, wir kommen tatsächlich noch rechtzeitig. Keine Spur von den Ocker. Wir sollten uns besser beeilen, bevor sich das ändert. Noch schon, wohin müssen wir denn? Da muss man. Können Sie mich hören? Die Familie hat mich geschickt. Wer bist du denn? Kenne ich dich? Noch nicht. Kato schickt mich. Naja, um genau zu sein, dieser Trottel Daryl. Trottel? Dann kennst du Daryl ganz eindeutig nicht. Wir haben jetzt keine Zeit, Daryls Charakter zu diskutieren. Die Ocker werden gleich hier sein. Die Ocker? Warum sollten die Ocker... Du hast nicht gelogen. Warum sollte ich? Daryl hatte mir übrigens versprochen, ich müsste nur schnell rein und rausfliegen. Schätze, das können wir vergessen. Ich will definitiv nicht in einem Ocker-Gefängnis landen. Hive, blockier unsere Schiffssignatur. Die Ocker dürfen nicht mitkriegen, was hier gleich passieren wird. Dies wäre der richtige Zeitpunkt, um gewisse Lebensentscheidungen zu überdenken. Hab ich schon. Oh, jetzt greifen sie. Oha, okay, Corvette. So. Ich glaube, das waren alle. Für den Augenblick vielleicht.
Da kommen noch mehr. Ich verzieh mich lieber. Ein wenig Dankbarkeit wäre nett. Ich habe für dich Kopf und Kragen riskiert. Ich werde mich bei Daryl bedanken, wenn ich ihn sehe. Charmant. Boah, Profil. Ich muss mich schon wieder für meinen Neffen entschuldigen. Stimmt es, dass er dich erneut auf ein Himmelfahrtskommando geschickt hat? Alles schon erledigt. Ich glaube, da läuft was zwischen ihm und dieser Clockwork. Oh, es ging um sie. Ja, da gibt es ein wenig Interesse. Zumindest bei dem Jungen. Ich erwarte eine angemessene Bezahlung, Kato. Ich hätte es mir beinahe mit den Ocker versaut. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Das Wichtigste ist, dass alle in Sicherheit sind. Einen wahren Gentleman wie dich können wir immer brauchen. Erledige noch ein paar Gefallen und wir halten dir den Rücken frei. Ich werde in der Jobbörse stöbern, wenn ich dazu komme. Moment. Oh, wir haben 300.000 Kredits bekommen. Neue Mission. So. Wir sind kein Level höher gekommen, leider. Dann können wir hier Anschlag machen. Oder das hier. Mal mit euch das, was weniger uns einbringt. Verfolgen. Anzeigen. So. So muss ich ganz kurz einstellen. Hundertzehn Lichtsterne entfernt. Rotsignal werden wir nicht drauf reagieren. Wir sind gleich da. Titel Lieferroute, okay. Muss an Bord eines dieser Schiffe sein. Gut gemacht. Hier ist noch Credits. Die Fracht identifiziert. Was kommt jetzt, Rückholung? Eine aktive Mission, glaube ich, jetzt. Wir müssen wieder zurück zur Prescott-Sternbasis, um die Mission abzugeben. Das machen wir natürlich nicht. Das sparen wir auf jeden Fall für später auf. Wir machen dafür das hier weiter. Wir sind hier. Wir gehen doch ganz kurz zur Prescott-Sternbasis. Weil es ist übelst nah. So viel zu nah, ich hab's mir näher vorgestellt. Nee, gut. Dann gehen wir hier hin. Oder wartet's?
Oh, Kratoklan-Basis zerstören. Machen wir das hier. Ja, Leute. Eins nach dem anderen. Dort ist aber ein roter Planet. Ey. So einen roten Planeten habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ayres Transitstation. Jetzt müssen wir eine Basis zerstören. Die Basis, die ich zerstören soll, ist in der Nähe. Vernichtet. Da müssen wir hin. Ne, Sprungtor nötig. Ich check nicht, wo das sein soll. Karte. Es geht zurück zum Weltraum, ne? Ich muss mal gucken. Sprung nötig. Das kann es nicht sein. Hier war es schon mal nicht. Wo könnte die Basis sein? Da drüben vielleicht? Nicht mehr folgen. Dazu kann es schon so. Jetzt muss ich es gleich finden. Check's nicht. Gut, Leute, so viel dazu. Na gut, abbrechen. Gehen wir einfach mal dahin wieder zurück. Wieder mal Zeit verschwendet.
Konzessionsgebiet. Willkommen zurück, Mr. Roslin. Wollen Sie sich die aktuellen Jobangebote ansehen? Warum nicht, Marianne? Ich kann immer ein paar extra Credits gebrauchen. Mit diesen Jobs können Sie Ihr Ansehen bei unserer Organisation verbessern. So. Wir sind Level 11. Immer noch. Upgrades. Das machen wir später. Inventar. Kaufen. Shop müssen wir hin. Das hier verkaufen. Das stelle ich mal hier rein. Raketenwerfer. Magnetischer Schaden, Energieschaden. So machen wir es mal verkaufen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das tun wir dein. Thermokanone. Zu schlecht. Nee, das verkaufen wir. So Leute, das hätten wir mal. Nichts, was ich brauche. Jobs. Autoklan ist schon. Basis ist schon mal nicht. Haben Sie ohnehin viel zu viel Zeit? Wir möchten, dass Sie Samuel Statikus der Gerechtigkeit zuführen. Dieser Kriminelle hat grausame Verbrechen begangen und versteckt sich bei Ares Transition. Es wird sich ganz sicher lohnen. Bei Level 12 und wir sind Level 11 noch. Na gut. So. Boah, 600 Lichtsteine einfach. Würdest du sagen, dass du dich sorgen kannst? In manchen Fällen ja. Doch es gibt andere Umstände, in denen ich distanziert bleiben muss, um meine funktionelle Unversehrtheit zu bewahren. Also kannst du von Emotionen überwältigt werden, wenn ich das richtig verstehe. Half-Einheiten sind dafür bekannt, in manchen emotional aufwühlenden Situationen zu überladen und eine Art Nervenzusammenbruch zu erleiden. Ja. Interessant. Schon interessant, ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der gleiche Ort wie vorhin. Wo wir die Basis gesucht haben und nicht gefunden haben. Tarkov Grenzgebiet. So, mal zu einem unbekannten. Einen Moment.
Ich reise mal einmal zum Signalgebiet. Habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich empfange schwache Signale eines getarnten Containers. Ich habe dein Display aktualisiert. So. Statische Überladung. Gar nicht so schlecht, die Mission, muss ich sagen. Okay. Wir müssen nicht gegen die Orca kämpfen, wir sind noch mit der Orca neutral, deswegen sind sie gelb. Ich frage mich, ob man auch das sehen kann, mit welchen Fraktionen man wie gut ist. Jetzt müssen wir eine Basis zerstören. Das sieht mir nach einer Basis aus. Also. Zeit, die Basis zu zerlegen. So. So, Fritz. Ausgezeichnet. So. Jetzt müssen wir ein bisschen suchen nach den Treibstoffen und Energiepulver. So. Die lassen uns gar nicht mal aufatmen, ne? Erwischt.
bisschen weit weg. Jetzt habe ich die Basis verloren. Da war die Basis. So. Hier sind die Dinger, die wir zerstören müssen. So, jetzt wird nur noch eins. Energiespulen. Energiespule ist da drüben. Sehr gut. Liter und so. Einer weniger. Hey Marianne, ich bin mit dieser Sache soweit fertig. Vielen Dank. Die Zahlung folgt. Genau, annehmen, Tab. Spät gesehen. Ja, jetzt könnte man theoretisch alles aufsammeln. Und es würde übelst lang dauern. Du wirst beschossen. Das weiß ich, ja. So. So, die finde ich hier auch noch schnell. Wir sind Level 11, Leute. Sehr gut. So. Genug gesammelt, Leute. Noch 5 Stops. Wir müssen noch weitere Missionen erledigen. Datenraub. Lieferlimbus. Datenraub. Ja, wir sind fast Level 12. Ja, aber wir sollten zum das hier nur annehmen. Wir sind leider nicht Stufe höher. Kato-Anschlag. Ne, Kato-Clan-Anschlag. Das meine ich. Ja gut, das machen wir erst in der nächsten Folge, würde ich sagen, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Tschüss.